eigentlich ganz gut in dieses Triathlon. Wir hatten jetzt ja ein bisschen Übung und ich habe, bevor ich mich bei GNTM beworben habe, nochmal schön meine Socials durchgeschaut, habe geschaut, okay, was könnte denen vielleicht nicht so gefallen. Ich habe eigentlich alles vorbereitet, aber natürlich kann auch eine Überraschung kommen, ich weiß es nicht. Würdest du dich eigentlich als provokant bezeichnen? Provokant würde ich mich nicht bezeichnen, nein. Deswegen würde ich gerne von dir wissen, wie du diese Bilder dann bezeichnen würdest, wo du den Mittelfinger zeigst. Also ich möchte damit ehrlich nichts Großes ausdrücken. Ich finde solche Posen einfach cool. Ich mag das ein bisschen edgy zu wirken. Aber deine Kunden sehen ja diese Bilder auch. Glaubst du nicht, dass das vielleicht ein falsches Zeichen ist? Als Model hast du auch eine Vorbildfunktion? Ja, das stimmt. Ich habe eine Vorbildfunktion, aber ich sehe den Mittelfinger jetzt auch nicht wirklich als Beleidigung. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie diesen Mittelfinger an eine gewisse Personengruppe richte. Okay, was sagst du dazu, Vanessa? Ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich persönlich würde es so nicht machen, weil ich das persönlich auch gar nicht bin. Ich bin eher so die süßere Person. Du hast einen Freund? Ja. Sieht man auch in den sozialen Medien? Also ihr macht das zusammen. Ist das so eure Leidenschaft? Ja, vor allem die Fotografie verbindet uns. Er ist ein Fotograf. Was glaubst du, Amaya, könnte dich für uns Journalisten interessant machen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke mal, Eine fröhliche Art. Ja. Jetzt hast du zum ersten Mal ernsthaft offen gelacht. Was echt schade ist, weil es dich zum Teil auch so ein bisschen, ja, ich möchte jetzt nicht langweilig, weil ich weiß, das Wort wollt ihr nicht hören, aber am Ende des Tages ist es so. Yeah. Luca, man kann davon halten, was man will, mit dem Stinkefinger, ich finde es zu provokant. Aber sie kann man sich merken. Okay. Luca hat mir ganz gut gefallen, hat gut gesprochen, hat gut geantwortet. Amaya fand ich am schwächsten. Die war ein bisschen unscheinbar. Mattia, Luan und Jessica. Eine das ist ja eine geile Truppe. Der Druck ist schon da, dadurch, dass ich nicht das beste Videoshoot gestern hatte. Deswegen ist es jetzt umso wichtiger, zu überzeugen. Ich glaube, ich werde nicht zu Wort kommen. Ich fürchte, dass Jessica schlechter abschneiden wird, weil natürlich die Luana und ich so ein Team auch sind, die miteinander antworten können und die Jessica dann ein bisschen im Abseits ist. Das ist eine interessante Konstellation, die da vor mir sitzt, Mutter, Tochter. Gabst du auch noch nie bei Germany's Next Topmodel? Ja, richtig. Jetzt bist du ja dann mit deiner Tochter auch im Konkurrenzkampf. Ich muss ehrlich sagen, wenn sie sich nicht beworben hätte, dann hätte ich vermutlich meine Kandidatur zurückgezogen. Warum? Ja, weil ich glaube, dann wäre es mir vielleicht doch komisch vorgekommen, dass es ja eigentlich ihr Traum war und ich dann vorpresche. Das wäre mir als Mutter nicht richtig vorgekommen und ich hätte das nicht gemacht. Nur an, was glaubst du, in welchem Punkt bist du besser als sie? Also ich würde sagen, dass ich um einiges gelassener bin und ich kann mich besser in andere Menschen einfühlen. Aber jetzt so das Ganze, ja. Da hast du kurz die Augen hochgehoben. Ja, weil ich glaube, dass ich das auch sehr gut kann. Ich bin sehr sensibel und spüre, was in anderen vorgeht. Die Mutter-Tochter-Konstellation hat mir überraschenderweise sehr, sehr gut gefallen. Ich dachte, da gibt es schon die ein oder andere Unstimmigkeit zwischen den beiden, aber die sind ein dicker Pott, sehr authentisch. Jessica hat in der Zeit leider total gelangweilt reingeguckt. Jessica! Ja. Du bist nämlich auch noch da. Hätte ich auch fast vergessen. Hast du dich zwischenzeitlich ein bisschen weggeträumt? Also nein, ich habe sehr aufmerksam zugehört, aber also es war ja jetzt Fragen an die gerichtet, deswegen wollte ich mich da nicht einmischen. Okay, aber du musst aufpassen, wenn du nicht vermeintlich gefragt wirst, musst du trotzdem eine gewisse Haltung bewahren. Okay, alles klar. Das ist Andriel, alle drei sind gemeinsam im Bild und sie muss natürlich auch, wenn sie nicht gefragt wird, zumindest Haltung bewahren und so tun, wie wenn sie das interessiert, was die anderen beiden sagen. Das ist ihr leider gar nicht gelungen. Ich habe gehört, Videoshooting gestern lief nicht so gut? Ja. Also der Start war ganz gut, aber dann ging es halt bergab. Ich glaube, ich war einfach wirklich sehr nervös. Warum bist du hier? Ich bin bei GNTM, weil ich Kamera liebe. Also ich steht im Widerspruch, musst du selber lachen, ne? Echt? Warum? Ach so, das lief ja gestern nicht so gut mit der Kamera. Ja, das war eine Sondersituation. Ah, okay. Entschuldigung. Nein, also ich arbeite ja privat auch sehr viel mit der Kamera zusammen. Also ich habe ja einen YouTube-Kanal und beim Modeln muss man ja auch manchmal schauspielen, wenn man irgendwie einen Werbecast hat oder sowas. Das hat schon viel gemeinsam. Okay. 17 Models unter einem Dach. Wer ist deiner Meinung nach am lautesten? Am lautesten ist meiner Meinung nach
Noella, muss ich ehrlich sagen. Also, das ist ihr auch selbstbewusst, denke ich. Also, sie ist halt sehr präsent. Wenn man von einem Cast zurückkommt, man ist fertig, weil der Tag sowieso super anstrengend war und sie redet die ganze Zeit im Bus von sich und singt und didede und she doesn't know when to stop. Wer ist von Noella noch genervt oder wer empfindet es ähnlich wie du? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es kann halt, wie gesagt, manchmal anstrengend einfach sein. So. Vielen herzlichen Dank für diese Einschätzung und für diese Antwort. Euch dreien herzlichen Dank. Danke. Bis dann. Und ciao. Diese Frau wird euch grillen. So Fragen gestellt wie, ja, wer ist die Lauteste? Dann habe ich halt Noella gesagt. Dann hat sie noch gefragt. Sie hat es aber nicht im negativen Sinne gesagt. Genau, sie meinte einfach, wer ist die Lauteste? Und dann, genau, du strahlst halt sehr viel positive Energie aus. Du bist halt sehr, also du möchtest halt immer alle mitnehmen und so. Ich habe ehrlich gesagt gemischte Gefühle dadurch. Also ich mag auch nicht schlecht über Leute reden oder jemanden runterzuziehen oder irgendwie sowas. Aber das hat sie jetzt so ein bisschen aus mir herausgekitzelt. Doch, das Ding ist, das trifft schon, weil ja, durch meine Art habe ich mich oft im Leben unbeliebt gemacht. So, weil ja, du bist zu laut, du bist zu lebendig. Ich habe viele Sprüche gehört. So, aber irgendwann möchte ich mir so, ja, ich bin halt so. Also wir haben niemanden runtergemacht. Also klar, bei Noella, es kann halt abends, wenn man zum Beispiel vom Cast kommt oder sowas und wenn man dann halt so ein bisschen runterschalten will, kann es halt ein bisschen anstrengend sein. Aber sonst stört es halt niemanden, glaube ich. Also ich habe auch da nicht für irgendjemanden geredet so. Ich fand Jessica sehr gut nachempfinden. Alle versuchen erstmal keinen Namen zu nennen, aber es wirkt dann immer alles so heile Welt und das macht irgendwann das Ganze auch unauthentisch. Wer geht dir so richtig auf den Nerven? Also in puncto extrovertiert, Noella, die ist einfach die laute Noella, die, wenn wir dann abends schlafen gehen oder morgens, man hört sie ganz gut. Ja, dann wurden in jedem Interview Namen genannt. Also das ging echt krass ab an dem Tag.